So, einen schönen guten Abend an alle zahlreich erschienenen Teilnehmer hier. Wir freuen uns sehr auf unser erstes Webinar, auf die Sprechstunde Trockenbau hier mit Ihnen zusammen. Und bevor ich gleich an meinen Kollegen, den Herrn Röhlen, übergebe, würde ich gerne so eine kleine technische Einführung machen. Zuerst einmal noch kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Ann-Kathrin Seeberger und ich bin hier bei Claytech fürs Marketing zuständig und führe die Veranstaltung zusammen heute mit Herrn Röhlen im Namen von Claytech durch. Wir haben Sie jetzt zu Beginn alle stumm geschaltet. Ich würde Sie auch gerne bitten, dass Sie darauf achten, dass Ihre Mikrofone auch weiterhin stumm geschaltet sind. Das hilft uns auch einfach, die Qualität, die Tonqualität zu verbessern. Falls Sie zwischendrin Fragen haben, können Sie die jederzeit im Chat stellen. Ich sehe, der Chat wird hier auch schon fleißig von einigen Teilnehmern genutzt. Wenn Sie wirklich konkrete inhaltliche Fragen haben, würde ich Sie bitten, beim Versenden an mich zu setzen, also auch an mich als den Host. Das sehen Sie dann. Weil dann kommen die Fragen auch bei mir aus und wenn dann untereinander nochmal irgendwie Hallo, guten Abend geschrieben wird, dann geht das auf keinen Fall unter. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle an Herrn Röhlen übergeben und wünsche Ihnen ganz viel Spaß und viel Erfolg. Ja, einen recht schönen guten Abend, auch von mir, Ulrich Röhlen, Firma Claytech. Ich bin technischer Leiter bei uns und seit 1984 im Unternehmen, also schon eine ganze Weile, vom ersten Tag an sozusagen, von der Zeit an, wo wir ein Handwerksunternehmen waren. Wir sind als Handwerksunternehmen gestartet, haben die ersten 8 Jahre auf den Baustellen gearbeitet und daraus die Lehmbaustoffe und Techniken und Systeme entwickelt. Und so die letzte Entwicklung, für die es auch eigentlich gar nicht so eine historische Kontinuität gibt, ist der Lehmtrockenbau. Ein Thema, das sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat und das ja noch verhältnismäßig neu ist, aber in dem wir denken, dass es vor allen Dingen zusammen mit dem modernen Holzbau ein wirklich sehr, sehr großes Potenzial hat. Ich werde jetzt zunächst mal ja über Lehm etwas sagen. Falls die Vorteile des Materials, warum man überhaupt damit baut und dann die wesentlichsten Techniken und Materialien auch vorstellen. Das Ganze wird also so eine gute halbe Stunde dauern oder 40 Minuten und dann haben wir noch genug Zeit für Fragen. Wir haben schon vorher einige Fragen gesammelt, auch die öfters aufgetreten sind und werden dann damit beginnen. Es ist für mich auch etwas ungewohnt, jetzt nicht in das Auditorium zu schauen, wo ich eigentlich bei solchen Veranstaltungen dann immer das ein oder andere bekannte Gesicht auch sehe, was ich seit Jahren kenne. Von daher an dieser Stelle ins den Äther hinein. Nein, hallo, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass der oder diejenige sich angesprochen fühlt. Also, zunächst nochmal zum Material Lehm. Warum Lehm? Dieser Baustoff, was macht ihn überhaupt aus? Lehm ist entstanden über einen ja, Millionen andauernden Prozess aus der Verwitterung von Gesteinen, also bestimmte Gesteine mit Feldspathanteilen, die verwittern und geben durch Frostsprengung immer kleinere Teile. Und diese Teile, die dabei entstehen, die haben wirklich eine sehr, sehr geringe Größe. Das macht auch das Material und vor allen Dingen das Bindemittel im Material, den Ton, vor allen Dingen aus. Und der Lehm entsteht also in gebirgigen Regionen, wird aber von da aus, von daher überall hin transportiert. Lehm ist eine Erde, die auf der Welt ungemein verbreitet ist. Also wenn man von hier aus in Richtung Aachen fährt, wir sind hier in der Nähe von Mönchengladbach, und man kommt an den Tagebaustellen der Firma Rhein-Braun vorbei, dann weiß man einfach, welche gigantische Mengen Lehm im Boden lagern. Wir bekommen unseren Rohstoff auch übrigens ganz aus dieser Nähe. Und wir können wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass die Verfügbarkeit dieses Materials so groß ist, dass wir uns da nicht nur in Absehen Zeit, aber oder wahrscheinlich nie Sorgen machen müssen. Ein großer Teil der Erdkruste besteht aus Lehm. Der Lehm hat eine natürliche Bindekraft. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass er aus sehr kleinen Teilchen besteht. Um das mal zu illustrieren, ein Dreisilikatton, ein Montmorillonit, das ist so eine bestimmte Sorte, hat eine innere Oberfläche, also eine Umhüllungsfläche aller Körner von 1000 Quadratmetern in einem einzigen Gramm Material. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele wahnsinnig winzige Teile das sind. Und diese Teile, die haften aneinander elektrostatisch. Man kennt das, wenn man zwei Glasscheiben zusammenbringt, ne? Die kriegt man auch nicht so leicht auseinander. Und da ist es eben im Kleinen so, aber eben auf eine riesige Fläche durch all die kleinen Teile hochprojiziert.
Und diese Bindekraft, diese Kräftigkeit, sagen wir mal, des Materials, die schenkt uns die Natur umsonst. Die brauchen wir nicht durch weitere energetische Investitionen zu erkaufen, sondern das hat das Material wirklich von Natur aus. Wenn man nun Wasser zwischen diese feinen Körner bringt, dann kann man das Material kneten. Das kennt man von der Tonverarbeitung. Und wenn dieses Wasser austrocknet, dann ziehen sich die Teilchen besonders gut untereinander an und das Material wird fest. Und das unterscheidet den Lehm von allen anderen Bindemitteln wie Kalkgips oder Zement. Er härtet nur durch Trocknung und nicht durch einen chemischen Prozess. Das bedeutet auch, dass er für alle Zeiten wasserlöslich ist. Ich kann immer wieder Wasser hinzufügen und kann den Lehm wieder verarbeiten. Und das macht eben eine ganz große ökologische Qualität aus, dass ich mit dem Material immer wieder arbeiten kann. Ich kann es nicht wieder verwerten, wie man sagt, sondern ich kann es eins zu eins wieder verwenden, wenn ich es aus dem Gebäude entnehme. Die Argumente pro Lehm sind vor allen Dingen die Ökologie, das habe ich jetzt ja auch schon ausgeführt, also der geringe Primärenergiegehalt, der geringe CO2-Abdruck, bei uns zum Beispiel in unseren erdfeuchten Produkten 6%, also ein Zwanzigstel ungefähr von dem, was andere Materialien wie Kalkgips oder Zement haben. Luftfeuchte und Raumklima, das hat also sehr viel mit dieser riesigen Oberfläche zu tun, an der sich Wasserdampfmoleküle anhaften können. Dadurch können auch Gerüche neutralisiert werden, beispielsweise. Wir haben sehr ästhetische, sehr schöne Materialien, also die Erden mit ihren Farben und mit ihren Naturzuschlägen korrespondieren hervorragend, beispielsweise mit Holzoberflächen, mit Parketten, mit Böden und so weiter. Und haben dadurch, dass wir weiche, schwere Materialien haben, ganz hervorragende Schallschutzeigenschaften, was nachher oder jetzt beim Trockenbau auch noch eine große Rolle spielt. Wie werden Lehmbaustoffe eingesetzt? Der Kernbereich sind die Lehmputze, eben aus raumklimatischen Gründen, und die dünnen farbigen Putze, wir nennen sie feine Oberflächen oder auch das Finish. Also es ist einmal der dienende Putz, der auf den Roberuntergrund kommt und dann die feinen Oberflächen. Dann der Lehmtrockenbau, wie gesagt, links zu sehen, ein dynamisch sich entwickelnder Zweig. Und auf der rechten Seite nach wie vor die Fachwerksanierung. Damit haben wir ganz wesentlich begonnen und auch die spielt heute im Lehmbau noch eine große Rolle, gekoppelt mit Techniken der Innendämmung. Und außerdem jetzt im Tagesgeschäft nicht ganz so wichtig, Mauerwerk und Stampflehm. Ja, ich zeige hier mal drei Bilder, die zeigen können, dass man, wie modern man mit Lehm und mit den Oberflächen gestalten kann. Also das ist ein Objekt unseres Partners Karl Preiser, vielleicht ist er gerade unter uns in Obermenzig, der sehr, sehr viel, sehr, sehr schöne Gestaltungen für moderne Wohnhäuser und Wohnräume gemacht hat. Das ein Objekt, was mir besonders gut gefällt, das ist die Weiße Kirche in Bakkum aus dem Jahr 1900 in den Niederlanden, von unserem Partner Peter van Hemert ausgeführt und zum Wohnen umgebaut worden. Man sieht also, man kann da ganz tolle und abgefahrene Gestaltungen auch machen. Also was wir sehen, das sind alles Lehmoberflächen. Oder auch ein anderes Beispiel, das ist der Liebhof in Teisersdorf der Familie Kohler, die eine Schreinerei betreibt und die da ihren Showroom auch untergebracht hat. Man kann also Neubauten aus Lehm machen in einer ganz hohen Qualität. Man kann Umbauten, man kann Renovierungen aus Lehm machen und vor allen Dingen eine sehr moderne Formensprache in die Gebäude hineinbringen. Kletek-Lehmtechniken in modernen Bauvorhaben. Wie gesagt, mit Lehm wird heute sehr modern gestaltet. Lehm ist ein Designbaustoff, der auch als solcher wahrgenommen wird und auch so eingesetzt wird. Im Trockenbau haben wir den Vorteil, dass wir sehr leicht bauen können. Wir können sehr schnell bauen und wir können trocken bauen vor allen Dingen. Das war, als wir mit diesem Thema angefangen haben, in den 90er Jahren noch etwas vollkommen Neues. Ne? Also jeder dachte, ja, jetzt macht man Lehm bauen, ne? Da wird dann so eine Sule gemacht und dann trampeln die da drin rum und dann trocknet das irgendwie ewig. Und dass man Trockenbauplatten hatte, das war damals in den 90er Jahren etwas vollkommen Neues, dass man
ohne jede Trocknungszeit arbeiten konnte und dass man auch überhaupt keine Feuchtigkeit in den Bau hineinbrachte. Ja, also wir brauchten buchstäblich noch nicht mal mehr einen Wasseranschluss. Das war eine absolute Neuerung und Innovation. Das Raumklima wird durch die Lehmbauplatten nachweislich positiv beeinflusst. Das ist das Gleiche wie bei den Lehmputzen. Also man kann auch sagen, dass die Lehmbauplatte ein Putz in der Trockenversion ist. Er hat die gleichen Eigenschaften, er besteht aus dem gleichen Material und hat eben diese Vorteile für das Raumklima, die sich besonders in der im feuchten Management niederschlagen, dass ich also einen feuchten Puffer habe. Es ist nie zu trocken, es ist nie unangenehm schwül in dem Raum und Gerüche verziehen sich wesentlich schneller. Und das sind eben ganz wesentliche Aspekte, weil wir haben heute Gebäude mit geringen Luftwechselraten, das Bauen ist wesentlich dichter geworden und da spielt die Qualität der inneren Umhüllungsflächen eines Raumes schon eine wesentlich größere Rolle, als das früher der Fall gewesen ist. Wohngesundheit spielt da rein. Wir haben keine ausdünstenden Stoffe, keine Lösungsmittel oder sonst irgendwas, was wir alles heutzutage in unseren Baustoffen finden. Der Lehm ist eben schlicht und ergreifend die Erde und hat über dieses Raumklima sogar noch einen positiven Effekt. Und wir haben halt Schallschutzkonstruktionen, die sehr, sehr gute Werte erzielen. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die kann man durchaus unter dem Thema Raumklima zusammenfassen. Schallschutz innerhalb von Wohneinheiten ist immer wichtiger geworden, einfach weil unsere Fenster besser geworden sind. Wir hören weniger von außen und entsprechend sensibler ist alles, was sich innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohneinheit abspielt. Und dafür Stille zu sorgen, ist sicherlich ein mindestens so wichtiger Beitrag für das Raumklima wie für ein gutes Feuchteklima in einem Raum zu sorgen. Ja, kommen wir hier nochmal zusammengefasst in einigen Grafiken, um das Ganze, diese Vorteile nochmal zu visualisieren. Also wir haben einmal das Thema Klimaschutz, unten unser minimaler Fußabdruck, unser minimaler CO2-Abdruck im Vergleich zu den anderen mineralischen Bindemitteln wie Zement oder Kalkputz zum Beispiel. Ich mache es mal alle drei, einen hervorragenden Schallschutz, also diese Stufe von 10 dB von 45 auf 55, das ist eine Verdopplung, ja, das ist ja eine andere Skala, die Dezibel-Skala. Wir können also mit einfachsten Konstruktionen, ganz einfachen Beplankungen, können wir 55 dB erreichen und das erreicht man normalerweise mit zwei gemauerten Wänden von 17 Zentimetern und einer Luftschicht dazwischen, also mit ganz schweren Massivbauteilen. Und eben das bessere Raumklima, das ist so ein Versuch, der in der Lehmbau-DIN niedergeschrieben ist. Da wird einfach die Luftfeuchtigkeit gemessen, die ein Material aufnehmen kann. Und da sehen wir, dass nach 12 Stunden unsere Lehmputze 72 Gramm Luftfeuchtigkeit aufnehmen können und ein Maschinengipsputz kann gerade 10 und ein Kalkputz kann gerade mal 23. Also das sind wirklich ganz enorme Wassermengen, 72 Gramm. Also hier werde ich jetzt noch etwas mehr haben, vielleicht 120 oder sowas. Aber das wird pro Quadratmeter aufgenommen und zwar an Wasserdampf. Ja, nicht an flüssigem Wasser. Das ist also teilweise über die Hälfte von dem Wasserdampf, der überhaupt in einem Raum vorhanden ist. Ja, kommen wir zu den Techniken, zu den modernen Lehm-Trockenbautechniken. Das ist ja eigentlich das Thema auch des heutigen Nachmittags. Ökologischer Trockenbau, leicht und schnell auszuführen, gutes Raumklima, hervorragender Schallschutz. Das sind nochmal die Stichworte, die für diese Technik sprechen und für Claytec insbesondere unser sehr umfangreiches Sortiment. Wir haben leichte und schwere Lehmbauplatten. Wir haben kleine und große Holzfaserausbauplatten. HFA-Platten ist ein Begriff, den wir geprägt haben, sonst kennt man Holzfaserdämmplatten. Wir nutzen die wie Gipskartonplatten eben für den Ausbau, deswegen Holzfaserausbauplatten oder HFA. Die haben wir in mehreren Formaten und wir haben sowohl für Beplankungen, also für Ständerwerke und Lattenkonstruktionen, als auch für die flächige Bestückung, die Bekleidung unterschiedlicher Materialien. Also wir können wirklich sagen, dass wir sowohl was die Anwendungsbereiche anbetrifft, als auch was die Kosten anbetrifft, mittlerweile sehr breit aufgestellt sind und jeden Wunsch erfüllen können. Kommen wir also
mal zu den einzelnen Techniken. Da haben wir einmal den absoluten Klassiker. Das ist die Claytec-Lehmbauplatte aus Schilfrohr, Lehm und einer beidseitigen Jute-Kaschierung. Das Produkt ist entwickelt worden von Peter Breidenbach, dem Inhaber von Claytec, in den frühen 90er Jahren. Und zwar einfach aufgrund unserer Erfahrungen im Handwerk. Wir wussten nämlich, dass wir, wenn wir Schilfrohr in unseren Putz eingebettet haben, ganz stabile Putzaufbauten realisieren konnten und vor allen Dingen auch ganz dicke Putzaufbauten. Und die Jute war damals unser Armierungsgewebe. Und die Idee von Peter Breidenbach war, doch aus den drei Stoffen zu versuchen, einen plattenförmigen Baustoff zu kreieren. Das war fantastisch. Der wurde ab 1996 produziert und ist seitdem eingesetzt, unter anderem beim UN-Campus, beim Klimareferat der UNO, der Vereinten Nationen in Bonn. Da sind 13.000 Quadratmeter von diesem Produkt verbaut worden. Die lange Zeit am Markt bedeutet auch, dass die Anwendungstechnik absolut ausgereift ist. Alle Kinderkrankheiten, die es jemals gegeben haben könnten, sind raus aus der Anwendungstechnik. Das Material ist in der Anwendung absolut zu 100% sicher. Wir sehen die beiden wesentlichen Einsatzgebiete des Materials hier. Einmal die Beplankung. Davon spricht man, wenn man eben mit einer Platte über mehrere Auflager spannt, ob jetzt an der Decke oder an der Wand, ist egal, also vertikal oder horizontal. Man sieht hier die Befestigung, das ist also immer eine Latte dahinter. Die kann aus Holz oder auch aus Metall sein. Bei uns ist es meistens Holz, weil das ein bisschen affiner mit unserer Bauherrschaft ist und es eben auch ökologische Materialien sind. Aber wenn zum Beispiel aus irgendeinem Grund ein nicht brennbares Material verlangt ist oder etwas anderes dafür spricht, ist es selbstverständlich auch mit Metall-C-Profilen möglich. Auf der rechten Seite haben wir eine Bekleidung, die ist also vollflächig und man sieht hier an der Vielzahl der Klammern, da ist das Material, da ist die Lehmplatte auf eine Holzunterkonstruktion in der Fläche aufgeklammert und das sind auch gleichzeitig eben die beiden entscheidenden Anwendungsbereiche, Beplankungen und Bekleidungen. Was man auch hier sieht, keine Ahnung, das ist das iPhone, was man auch hier sieht, ich umschreibe das einfach mal, das sind so die Finish-Varianten. Die werden uns noch begegnen, aber die sind eigentlich im Trockenbau immer gleich. Ich habe eine Lage aus Lehm-, Klebe- und Armierungsmörtel mit einem Armierungsgewebe und einen dünnen farbigen Putz oder die etwas einfachere Variante der Lehm-, Klebe- und Armierungsmörtel, vielleicht noch einmal mit einer Ausgleichsschicht aus einem Feinputz und dann Grundierung und Anstrich. Also diese Finish-Varianten, die werden uns immer begegnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier die Striche drauf gemacht habe. Die Striche sind auf jeden Fall ersichtlich. Die Striche sind ersichtlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich werde mich mal schlau machen, wie wir die wegbekommen. Ja, also wir lassen die Striche mal, nicht, dass ich hier mit meinem iPhone irgendwas mache. Ich lasse die Striche einfach mal stehen und jeder weiß dann, die haben nichts zu bedeuten halt. Also, wir haben zum einen die Lehmbauplatte, die als Beplankung eingesetzt wird. Das sieht man also hier ganz gut von einem Auflager zum anderen. Und hier nochmal die Makroaufnahme der Platte mit dem Schilfrohr, Gewebe in der Mitte und der Jute-Kaschierung dann auf den Oberflächen. Also eine Lehmbauplatte mit Schilfeinlage, die hat die Abmessung von 62,5 x 62,5 cm, eine Dicke von 20 oder von 25 mm, dann sind zwei Lage Schilfrohr drin und eine Rohdichte von 700 kg. Das heißt, eine 20 mm dicke Platte wiegt 14 Kilogramm im Quadratmeter, was auch ungefähr so das Maß einer Platte ist. Das Rastermaß der Unterkonstruktion ist verhältnismäßig eng mit 37,5 und man kann sie sowohl für Holz- als auch Metallständerkonstruktionen einsetzen. Dann haben wir spezielle Schrauben für dieses Produkt. Das sind sogenannte Rückwandschrauben mit diesem etwas vergrößerten Kopf hier, der dafür sorgt, dass einfach die Auflagerfläche eine etwas größere ist.
So ein Tier, das gleiche für die Bekleidungsplatte, die ist wesentlich kleiner, die ist 16 mm dick, hat Abmessungen von 62,5 mal 62,5 cm und wird eben auf Holz entweder trocken aufgeklammert oder auf Massivbauuntergründe wie Altputzen oder Massivbaustoffen dann aufgeklebt. Das geht also auch mit dem Material. Und die kann auch zum Beispiel zur Ertüchtigung von anderen Konstruktionen aus Gipskartonplatten zum Beispiel verwendet werden. Ja, und im Gegensatz zu einem Putz hat die auch den Vorteil, dass man sehr schnell damit arbeiten kann. Man braucht keine Trocknungszeiten. Manchmal muss es ja besonders schnell gehen, wenn man renoviert. Und man bringt eben keine Einbaunässe in den Bau hinein. Ich würde mich an dieser Stelle direkt schon mal mit einer passenden Frage einklinken. Vielleicht mache ich in der Zeit, nutze ich das mal eben, indem ich die Präsentation mal eben neu starte. Vielleicht haben wir dann auch die etwas irritierenden Striche weg. Ja, also ich höre. Gut. Die Frage war nämlich gerade zu der Lehmbauplatte D20, wie das aussieht mit den Schrauben, ob das spezielle Schrauben sind und ob es die auch als Torx gibt. Alle anderen Fragen würde ich für die Fragerunde gleich aufheben, aber das hat einfach jetzt gerade ganz gut gepasst. Ja. Oh, und ich glaube, die Striche sind weg, wenn ich das richtig sehe, oder? Wir sehen gerade deinen Bildschirm nicht. Der Screensharing ist gestoppt, da das freigegebene Fenster geschlossen ist. So, jetzt nochmal. So. Ich komme sonst rüber, während die Frage beantwortet wird. Ja, genau. Schrauben. Ja, also die Frage war ja, ob das spezielle Schrauben sind. Ich gehe nochmal zurück. Ja, es sind Spax-Schrauben, die im Holzbau verwendet werden, sogenannte Rückwandschrauben für eben Holzuntergründe mit Holzgebinde. Mit diesem angesetzten, ja, jetzt sehen Sie, glaube ich, nichts mit dem angesetzten, mit der angesetzten U-Scheibe. Und die sind ganz bewusst mit Kreuzschlitz in unserem Fall gemacht, weil wenn man die halt angesetzt hat, wenn man anschraubt, dann muss man, wenn man sehr viele Schrauben schraubt, sehr schnell mit dem Schrauber wieder rauskommen. Ja, also mit einer Torx-Schraube dann vor allen Dingen, wunderbar. Ich glaube, da sind wir wieder. Ja, die Torx-Schraube hat vor allen Dingen dann Sinn, wenn man wirklich sehr große Kräfte halt aufbringen muss. Ansonsten hat man ein bisschen mehr das Problem, den Schrauber immer wieder schnell da rauszukriegen. Wir haben das auch überlegt, aber haben uns dann doch halt für den Kreuzschlitz entschieden. Und vielleicht wissen Sie auch aus der Erfahrung oder haben das schon mal gesehen, dass Schnellbauschrauben für Gipskartonplatten auch immer Kreuzschlitz haben. Also die haben eigentlich nie einen Torx-Antrieb. Ja? Gut. Und dann kam gerade noch eine weitere Frage rein, ob die D16-Trockenplatte auch auf USB-Platten geschraubt anstatt geklammert werden kann. Ja, das kann ich ohne weiteres machen. Also die Profis, die Zimmerleute, die haben halt ein Klammergerät und das geht natürlich schneller. Aber wenn ich eine kleine Fläche habe und bevor ich mir sowas besorge und das selber machen möchte, dann kann ich das selbstverständlich auch schrauben. Allerdings muss der Schraubabstand verhältnismäßig eng sein. Also man sagt normalerweise im Trockenbau, man sieht das hier bei den Beplankungen, der sollte nicht mehr als 20 Zentimeter sein. Und bei flächigen Bekleidungen, der sollte doppelt so viele Befestigungsmittel verwendet werden, ne, sodass man auf ungefähr 10 Zentimeter Abstand kommt. Es sind also damit doch schon etliche Schrauben, die man reindrehen muss. Aber wenn das jetzt nicht die Riesenflächen sind, dann geht das auf jeden Fall. Gut, vielen Dank. Ja, dann machen wir weiter. Ich hatte eben gesagt, dass die Lehmbauplatte mit dem Schilfkern eine Rohdichte von 700 Kilogramm hat. Damit ist sie ja immerhin mit 14 Kilogramm pro Quadratmeter auch schon eine Platte, die ordentlich Masse in den Bau bringt. Wir haben das Ganze aber nochmal deutlich schwerer, nämlich mit der Lehmix-Platte, die keinen Schilfrohr hat, sondern aus purem Lehm besteht. Wenn man, so kann man sagen, das ist ein bisschen Stroh noch zum Abmagern drin. Und auf der Rückseite ist Jute so als Kaschierung, als Verstärkung beim Tragen. Aber ansonsten besteht die Platte aus reinem Lehm und hat entsprechend auch noch ein höheres Gewicht, was mehr Speichermasse in den Raum bringt, also mehr thermische Speichermasse, um Aufhitzung zu verhindern und natürlich auch nochmal einiges an Lehmmasse mitbringt.
Ja, die haben jetzt zum Beispiel, um auf die Frage nochmal eben zurückgekommen, die haben Schrauben mit Torx-Gewinde, weil da sind wirklich andere Kräfte, die angreifen. Man kann beispielsweise die Platte auch damit klemmen und da macht der Torx-Antrieb nicht Gewinde, da macht der Torx-Antrieb auch Sinn mit dem breiten Hut, weil man muss sie etwas versenken und da ist das eigentlich eine vernünftige Sache. Also eine schwere Lehmplatte mit Jutegewebe armiert, die ist etwas kleiner. Einer, eben die Lehmplatte, die war 1,50 Meter, diese ist 1,25. Die Dicken sind 22 oder 16 Millimeter. Die rotigste mehr als doppelt so viel. Das bedeutet auch, dass eine Platte von 22 Millimetern, die wiegt 32 Kilogramm. Man braucht also schon Hilfsmittel für, um die zu bewegen und wiederum zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen. Und so ein Hilfsmittel, das sehen wir da links, das ist eine Tragehilfe für die Platten, um die sowohl im Baustoffhandel im Lager als auch auf der Baustelle zu bewegen. Das ist also sehr sinnvoll, wenn man mit größeren Mengen mit der Platte arbeitet, dass man so eine Tragehilfe dazu nimmt. Ja, also man kann die gut handeln, aber es ist auch schon ein ordentliches Gewicht in der Herstellung im Vergleich zu der Platte mit Schilfrohr, das muss man schon sagen. Also diese beiden Lehmplattenvarianten haben wir. Dann haben wir noch Lösungen aus Holzfaserausbauplatten, wie ich das eben schon gesagt habe. Auch hier sehen wir wieder die Beplankungsvariante und die Bekleidungsvariante. Jetzt kann man ja fragen, wozu brauche ich das denn überhaupt? Die Lehmbauplatten, die sind es doch eine tolle Sache. Aber man muss dazu sagen, die Lehmbauplatten haben auch ihren Preis und die Holzweichfaserplatten, die sind doch deutlich halt einfach preiswerter. Die kosten also ungefähr ein Drittel und sind immer noch eine gute Variante natürlich des ökologischen Trockenbaus. Weiterhin spricht auch hier sehr leichtes Handling für sie. Die wiegen dann nur 4 Kilogramm pro Quadratmeter und sind zum Beispiel für Arbeiten über Kopf damit absolut prädestiniert und sehr gut geeignet. Es wird sehr viel kombiniert und sehr viel gemischt, was ja auch eine gute Sache ist. Ich habe auch ganz gute Sorptionswerte, also feuchte Sorption, Aufnahme von Wasserdampf mit solchen Platten, aber natürlich bei weitem nicht die thermische Speichermasse, die ich halt zum sommerlichen Wärmeschutz mit einer richtigen Lehmplatte in den Bau hineinbringe. Aber wie gesagt, auch das ist ein gutes Produkt, was sich sehr großer Beliebtheit erfreut und sehr steigend in den letzten Jahren. Und was wir hier sehen, ist die Variante mit Nut und Feder. Die erlaubt sogar, dass wir Stöße im Feld machen können. Sogenannte fliegende Stöße. Eben haben wir das ja immer auf der Unterkonstruktion gesehen, dass die Platten gestoßen wurden. Hier kann der Stoß sogar im Feld erfolgen, was das Produkt nochmal besonders gut für den Do-it-yourselber geeignet macht. Also mit den Platten kann man wirklich spielend leicht selber umgehen. Und diese Nut- und Federverbindung sorgt auch dafür, dass ich hier immer eine automatisch sehr ebene Fläche habe, die sehr leicht macht, dann weiter zu arbeiten und weiter zu verputzen. Und hier auch die gleiche Möglichkeit wiederum, das ist jetzt eine Großplatte mit stumpfem Stoß. Man kann natürlich auch auf der Unterkonstruktion klammern. Ne? Also man kann auf der Unterkonstruktion schrauben und klammern und man kann auf der Fläche, auf der USB-Platte zum Beispiel, schrauben und klammern. Hier wieder die beiden Finish-Varianten, die uns schon mal begegnet sind. Ja, das sind nochmal die Platten im einzelnen ökologische Holzfaser, Ausbauplatte HFA, 60x1,35 mit einer sehr geringen Rohdichte von 450 Kilogramm pro Kubikmeter zum Beplanken von Holz- und Metall. Ständerkonstruktionen und Stöße im Feld sind möglich. Hier ist jetzt kein Stoß im Feld dargestellt, aber das haben wir ja eben im Foto gesehen. Und dann haben wir das Ganze noch für den Profi, also das ist ja eine verhältnismäßig kleine Platte mit diesen Abmessungen, 60x1,35, sehr bequem in der Handhabung, aber für den professionellen Trockenbauer, der macht da zu wenig Quadratmeter mit, wie er sagt, also da haben wir auch ein Produkt für den sehr schnellen Ausbau, 1,25x1,87,5, für das Unterkonstruktionsachsmaß von 62,5 und damit kann man dann schon wirklich Quadratmeter machen. Damit geht es dann wirklich sehr schnell. Das ist das Großformat dann eher für die Profis.
Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, sowohl, wie wir das eben auch schon bei der 16 mm dicken Lehmplatte gesehen haben, sehr dünn zu arbeiten. Das ist hier mit unserer dünnformatigen Holzfaserausbauplatte der Fall. Die ist nur 8 mm dick und die wird ebenfalls in der Fläche angeklammert und man hat damit einen ganz verlässlichen Träger für den nachfolgenden Lehmputz, also Holzweichfaser und Lehmputz verbindet sich unglaublich gut, auch in der Innendämmung. Und so eine Platte ist dann auch wirklich sehr preisgünstig. Die kostet unter 3 €. Wenn ich also irgendeinen Holzuntergrund habe, wo ich wirklich nur einen Putzträger brauche, dann ist das richtige Material, eine dünne Holzweichfaserplatte, eine dünne Holzfaserausbauplatte von 8 mm Dicke. Und ich habe auch die Möglichkeit, mit Lehm auf Gipskartonplatten zu arbeiten. Das wollen wir nicht verschweigen. Das ist zwar nicht das, was wir uns unter ökologischem Trockenbau vorstellen, aber wenn die Wand aus Gipskartonplatten nun schon mal besteht oder man aus welchen Gründen auch immer eine Wand aus Gipsplatten hat, dann ist mit unserer Grundierung auch halt möglich, das ist also die Grundierung, die gelbe, eine Feinkorngrundierung, dann kann man darauf auch in, sagen wir mal, gewissen beschränkten Dicken weiter mit Lehmbaustoffen, mit Lehmputzen arbeiten. Ja, das ist also diese HFA dünn 60x120, auch sehr handlich zum flächigen Bekleiden als Putzträgerlage, Lehmputzträgerlage im Holzbau dünn und preisgünstig eben. Das sind also im Wesentlichen die Platten und die Konstruktionen, die wir anzubieten haben. Damit kann man auch vom Brandschutz über den Schallschutz und so weiter, wirklich schon ein immenses Spektrum heute mit gesundem, mit natürlichem, ökologischem Trockenbau abdecken. Einige Worte zur Weiterverarbeitung. Wir sehen das hier schon wunderbar in diesem Prinzipfoto. Wir haben immer einen Lehmkleber und Armierungsmörtel, ein ganz tolles Material, zu dem ich gleich noch was sagen werde. Das wird mit dem Zahnspachtel aufgetragen. Dann wird ein Armierungsgewebe eingelegt. Das kann aus Glasgewebe, das kann ein Glasgewebe sein. Für manche Anwendungen brauchen wir das. Oder auch ein Flachsgewebe. Das ist ein natürliches Gewebe, was wir eigens dafür entwickelt haben. Das wird dann eingebettet, es kommt ein dünner, feiner Lehmfeinputz darauf und dann wird es nur noch angestrichen. Also auf den Lehmplatten arbeitet man in der Regel mit Dünnlagenbeschichtung. Man kann hier auch direkt mit einem Putz dann drauf gehen. Ja, also das ist nochmal der Lehmklebe- und Armierungsmörtel im Einsatz, wie er gerade eingebettet wird. Warum setzen wir den vollflächig ein? Ich sage mal ganz salopp, ein wesentlicher Grund ist, dass wir das können. Das Material, das hat Zelluloseanteile, die das Wasser sehr, sehr lange halten. Die Lehmplatten sind extrem saugfähig und wir können mit dem Material das Armierungsgewebe noch sehr, sehr gut einarbeiten. Wir haben einfach die Zeit, die wir dafür brauchen, bevor das anzieht. Mit den Putzen, die wir zuvor hatten, mussten wir mit Fugenarmierungen arbeiten. Also das sind dann so Streifen, die werden über die Fugen gelegt und eingeputzt. Das waren viel mehr Arbeitsgänge. Das war auch nicht so fehlertolerant, weil man am Rande dieser Gewebestreifen dann immer, ja, die musste man schon sehr, sehr sorgfältig einbetten. Und es hat halt einfach längere Zeit in Anspruch genommen als die flächige Armierung, weil es mehr Arbeitsgänge waren. Und diese flächige Armierung, die trägt zusammen mit diesem sehr festen Klebe- und Armierungsmörtel nochmal enorm zur Gesamtstabilität des ganzen Bauteils, des ganzen Systems ein. Also gerade bei den Holzfaserausbauplatten brauchen wir auch dringend diese zusätzliche Stabilisierung durch die Bewährungslage. Und dafür muss das eben flächig sein. Und seitdem wir den Lehmklebe- und Armierungsmörtel haben, ist das auch vom technischen her, vom handwerklichen her vollkommen unproblematisch möglich. Ja, also hier nochmal das Material der Lehmklebe- und Armierungsmörtel im Detail, klebkräftig und druckfest. Ich will an der Stelle mal eine Zahl nennen, der hat eine Haftfestigkeit, also wenn man den jetzt von der Wand ziehen möchte, von 0,85 Newton pro Quadratmillimeter. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber um das mal zu illustrieren, ich kann an eine Fläche von 10 mal 10 Zentimetern des Materials ein Gewicht von 800 Kilogramm aufhängen.
Ja, und das mit einem natürlichen Material, das aus Lehm und Zellulose besteht. Also das ist ein absolut optimales, optimiertes Material, das sehr, sehr wesentlich auch zur Fehlertoleranz und zur Stabilität unserer Konstruktion beiträgt. Es ist sehr geschmeidig in der im Auftrag, in der Verarbeitung und vor allen Dingen nach dem Auftrag noch sehr lange bearbeitbar. Es kommt trocken im 25-Kilo-Sack. Es ist die Armierungslage, es wird immer 3 mm aufgetragen mit dem Zahnspachtel, dann kommt das Gewebe drauf, wird eingearbeitet und besteht aus Ton, Lehm und Zellulose. Hier dann nochmal die beiden Finish-Varianten, die eigentlich immer wieder auftauchen. Also gerade auf einer Lehmplatte spricht ja nichts dafür, mit dicken Lehmputzen zu arbeiten. Die Platte ist ja selber schon der Putz und der Lehmkörper. Von daher wird von ganz wenigen Fällen abgesehen, wie zum Beispiel bei Wandflächenheizungen, die eingeputzt werden, wird immer dünnlagig gearbeitet. Wir haben also hier die Lehmbauplatte, die Oberfläche. Wir haben den Lehmkleber. Man kann das Armierungsgewebe hier noch so erahnen und dann kommt darauf ein 3 mm dicker Yosima Lehm-Finish-Putz, Lehm-Design-Putz. Das ist ein Material, das besteht aus Tonerden ohne jede Farb- oder Pigmentzumischung, die wir in 146 Farben und in 7 Oberflächenvarianten zur Verfügung haben. Also man kann da im Bereich der Erdfarben eine ganz zurückhaltende, tolle Innenraumgestaltung betreiben. Ein ganz, ganz tolles Produkt, wird 3 mm aufgetragen, ist dann auch sehr schnell trocken und steht eben in 146 natürlichen Farben zur Verfügung. Für den Do-it-yourselfer vielleicht auch ein bisschen eher noch geeignet, die Anstrichvariante. Wir haben immer das Gleiche, also den Untergrund der Lehmplatte, dann den Lehmklebe- und Armierungsmittel. Auch hier kann man das Gitter noch so ein bisschen erahnen. Wenn man es sich leicht machen will, bringt man noch eine Zwischenlage aus einem ganz dünnen Lehmfeinputz, unser Lehm. Der Claytec Lehm Oberputzfein 06 und bringt darauf die Grundierung, die ist notwendig, damit das nicht durchfärbt, damit man den Untergrund nicht annässt und dann den Clayfix-Anstrich. Der Clayfix-Anstrich, das ist ein trockener, pulverförmiger Lehmanstrich, der auch eben in diesen 146 Erdfarben wie der Yosima Lehm Designputz zur Verfügung steht, einen Tacken heller. Wird zum Beispiel auf die Decke wird gestrichen und die Wände werden verputzt. Da sind also die verschiedensten Kombinationen möglich. Und wenn man sehr professionell ist und diese Klebelage sehr, sehr gut ausführt und vorbereitet, dann kann man die sogar direkt mit dem Material streichen. Wir haben daneben auch eine verarbeitungsfertige pastöse Farbe. Die gibt es allerdings nur in Weiß. Also diese Farbvielfalt hier mit den 146, die haben wir beim Yosima und beim Clayfix-Programm. Ja, damit sind wir auch schon im Wesentlichen durch die Vorstellung. Und wir haben ja, wie gesagt, so vorher schon ein bisschen Fragen gesammelt. Wir wissen ja auch so aus der Erfahrung, was da vorkommt. Deswegen schon mal einige Fragen vorab beantwortet, so im Bündel. Beispielsweise, wie sind die Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften? Ich hatte ja eben schon gesagt, wir können 56 dB mit einer ganz einfachen Konstruktion erreichen. Das ist das, was ich zwischen zwei Wohneinheiten, also zwei fremden Wohneinheiten brauche, kann ich mit einer ganz, ganz schlanken Wand von 10, 12 cm Dicke realisieren, auch innerhalb der Wohneinheit. Und Brandschutzeigenschaften haben wir belegt per Zeugnis bis F120, also schon wirklich sehr, sehr weit. Wir können Wände realisieren, per Zeugnis abgesichert, die 120 Minuten dem Feuer standhalten. Also 90 Minuten ist schon sehr lange. Das ist normalerweise das, was man für Brandwände und für Fluchtwege braucht. Im Wohnbau braucht man in der Regel kaum mehr als F30, also 30 oder 60 Minuten. Wir können also ganz enorme Brandschutzeigenschaften auch darstellen. Die sind alle per Prüfzeugnisse belegt an den Zulassungen. Ich will das jetzt nicht allzu weit ausführen in Richtung der Bauaussichte. Das wird noch ein paar Wochen dauern, jedenfalls für die hohen Brandschutzzeugnisse. Die Prüfzeugnisse liegen alle vor. Also das hat sich jetzt niemand ausgedacht, sondern das ist alles bei akkreditierten Prüfanstalten gemessen, durchgeführt und gemacht worden und ist gerade auf dem Weg der allgemeinen Zulassungen.
In welchen Abständen wird geschraubt und geklammert? Das hat sich jetzt eben schon etwas ergeben. Ich wiederhole das nochmal. Es ist einfach im Trockenbau üblich, dass im Abstand von 20 mm befestigt wird. Das heißt, dass man am Kreuzungspunkt einer Lehm- oder Holzfaserausbauplatte und der Unterkonstruktion 4 Befestigungspunkte braucht. Das sind 60 cm, Abstand 20 cm, einer oben, einer unten, so kommt man auf 3+1, sind 4. Und wenn man klammert, dann braucht man eben doppelt so viele Befestigungspunkte, ungefähr 10 cm Abstand. Wie werden Steckdosen befestigt? Bei der Steckdose, das ist insofern ein bisschen tricky. Sie kennen die Unterputzdosen. Da richtet sich ja so ein Flügelchen auf, was man dann mit der Schraube von hinten gegen die Platte zieht. Und da wir verhältnismäßig weiche Platten haben, die auch aus einem körnigen Granulat bestehen und Ausbruchstellen haben, kann das sein, dass dieses Flügelchen ein bisschen klein ist. Also wir können da empfehlen, dass man das Loch mit dem Kronenbohrer so eng bohrt, wie es irgendwie möglich ist, dass man also die Steckdose mit einigen, also die Unterputzdose mit einigen Drehbewegungen wirklich da reinbringen muss, dann greift dieser Flügel, dann bekommt man sie ausreichend fest. Wenn man dann eine ganze Reihe von Einbauten hat, also so eine Reihenschaltung von Schaltern und Dosen oder auch anderen Befestigungsteilen wie Lüftungsgittern oder sowas, dann kann es vorkommen, dass man eine kleine Schablone aus Sperrholz braucht, also für solche Reihen, die man dann von hinten ansetzt, anklebt und dann mit der Steckdose, mit der ersten Dose dann gegen die Platte zieht. Dass man also wie so eine Art Schablone, wie so eine Art Passepartout aus Sperrholz oder einem ähnlichen Material hat. Ja, also bei der Einzelsteckdose kein Problem. Beim Reiheneinbau, da ist das eigentlich zu empfehlen, damit das auch langfristig stabil genug ist. Welche Gewichte kann man in den Platten befestigen? Ich werde jetzt nicht den Bildschirm wechseln, sonst dauert das zu lange. Aber wir haben sowohl mit der Firma Wirth als auch mit der Firma Tox ganz tolle Versuche gemacht. Beide Firmen haben den optimalen Dübel, das optimale Befestigungsmittel benannt. Die Firma Tox hat dazu noch die Gewichte benannt, die sie freigeben für den einzelnen Befestigungspunkt. Das ist jetzt in den Holzfaserausbauplatten, also in den Weichplatten, nicht besonders viel, 3 Kilogramm pro Befestigungspunkt. Also man kann da mit 2, 3 Schrauben jedes Bild und auch mal ein kleines Regal dran festhängen, aber nicht unbedingt einen Wandschrank. Bei den schweren Lehmbauplatten, da sind das 25 Kilogramm pro Befestigungspunkt. Da kriegt man also ohne weiteres auch ein schwereres Gewicht drin befestigt. Ja, und Sie kennen diese Befestigungspunkte, die man auch für Wärmedämmverbundsysteme hat, diese Gipskartondübeln. Also einige Kilogramm sind da immer drin. Wenn man es mit schwereren Gewichten zu tun hat, hängende Sanitärgegenstände, Heizkörper oder auch vor allen Dingen Wandschränke, dann tut man schon gut daran, eine Traverse vorzusehen. Im Metalltrockenbau gibt es die vorbereitet, die werden einfach nur zwischengeklemmt und angeschraubt. Beim Holzbau, da kann man die entweder halt als Zwischenbretter einsetzen und mit Dübeln verschrauben oder man klingt den Ständer der Unterkonstruktion aus, wenn er denn eine ausreichende Tiefe hat. Also wenn man wirklich so in der Küche die Oberschrankzone nimmt, dann wird man da immer eine USB oder eine sonstige Befestigungshilfe vorsehen, würde ich aber bei einer einlagigen Beplankung aus einer Gipskartonplatte in jedem Fall auch empfehlen. Was kostet ein Quadratmeter Lehmbauplatte circa? Lehmbauplatten sind verhältnismäßig hochpreisige Bauprodukte, also die kosten schon so um 20, 25 Euro pro Quadratmeter. Wenn man das dann vergleicht, die Frage kommt auch gerne, wieso sind die teurer als Gipskartonplatten, dann muss man es eigentlich andersrum formulieren, warum sind Gipskartonplatten derart billig? Einfach, sie werden in Riesenstückzahlen gemacht, sind Produkte der Rauchgasentstehung, Schwefelung, das Material, das liegt einfach vor, auch nicht mehr ewig nach dem Kohleausstieg, das mal am Rande gesagt, aber im Moment ist das einfach auch ein absoluter Massenrohstoff und wir haben eben eine Spezialbauplatte. Und wenn Sie sich bei anderen Spezialbauplatten umschauen, dann sieht man auch, dass die ihren Preis haben, also auch eine Gipsfaserplatte, die liegt dann schon irgendwo bei 10 Euro, eine Holzwolle Leichtbauplatte liegt bei knapp unter 20 Euro, also bei Spezialbauplatten, da ist man
dann auch schon schnell in dieser Dimension. Und man muss wirklich bedenken, man bekommt einen Lehmputz und eine Bauplatte in einem Produkt. Also der Lehmputz an der Wand, der würde ja sonst seinen Preis auch kosten. Und wenn man das alles zusammenzieht, dann ist die Lehmbauplatte eigentlich eine Platte mit einem ganz guten Kosten-Nutzen-Verhalten. Vor allen Dingen, was sie bringt an thermischer Speichermasse, wenn es dann davon abhängt, dass es im Dachgeschoss angenehm im Sommer wird und eben die raumklimatischen Aspekte, dann denke ich, dann ist dieser Preis auch gerechtfertigt. Aber es ist natürlich ein hochpreisiges Bauprodukt. Da ist überhaupt kann überhaupt keine Frage sein. Bei den Holzfaserausbauplatten, da liegen wir dann irgendwo vielleicht bei 7 Euro, 7,50 Euro. Quadratmeter. Kann man Bestandswände aus Gipskartonplatten mit Lehmbauplatten bekleiden? Aber ja, man kann die 16 mm dicke Claytec-Lehmbauplatte natürlich auch auf bestehende Gipskartonplatten kleben, schrauben, klammern, wie auch immer. Und das ist auch ein absoluter Zukunftsmarkt. Also das machen immer mehr Leute, dass die bestehenden Trockenbauwände ertüchtigen, wie man so im Ingenieursdeutsch sagt, eben nicht statisch ertüchtigen, sondern raumklimatisch ertüchtigen. Um damit eben für ein besseres Raumklima zu sorgen und diese Lehmeffekte mit einem sehr geringen Aufwand in den Wohnraum dann zu bekommen. Das einfach so ein paar Fragen, von denen ich weiß oder von denen wir wissen, dass sie immer wieder gestellt werden. Eine weitere Frage ist auch immer die, wo bekommen wir denn die Lehmbaustoffe? Also das ist nach wie vor eine ganz zentrale Frage und wer baut mir sie ein? Ich glaube, die Ann-Kathrin, die übernimmt, ich gehe mal raus aus der gemeinsamen Bildschirmnutzung, wenn ich das richtig sehe. Du darfst gerne noch weitermachen, Uli. Okay. Ansonsten kann ich aber auch gerne noch mal hier einsteigen. Ja, dann stehe ich für die Fragen zur Verfügung. Also ich gehe noch mal auf das Thema ein, wo kriegt man die Materialien? Wir haben ein Netz von etlichen 100 Händlern mittlerweile in Deutschland. Das sind beispielsweise die Händler des ökologischen Bauens, also die Ökobaustoffhändler, aber auch sehr, sehr viele Fachbaustoffhändler, der Hagebau, der Eurobaustoffe, zum Beispiel auch mittlerweile große Online-Shops, die sich mit dem Thema befasst haben. Aber Luft ist da noch, also es gibt immer noch Regionen, wo die Frage dann erscheint oder wo die Frage auftaucht, wo ist der nächste Händler? Also wer in das Thema einsteigen will, der ist nach wie vor herzlich eingeladen. Also da ist noch Platz, da ist auch noch Bedarf und das gilt ganz besonders für das Handwerk. Wir hätten viel mehr Möglichkeiten noch zu machen, wenn wir noch mehr Handwerker hätten. Also wenn Sie als Handwerker zuschauen und noch nicht die Erfahrung im Lehmbau haben oder es noch nicht gemacht haben, aber in das Thema einsteigen möchten, also Sie sind herzlich eingeladen. Wir haben absolut noch Bedarf und wir können Ihnen versprechen und garantieren eine tolle Atmosphäre auf der Baustelle. Genau, wir sehen nämlich gerade. Doch nochmal rein. Ja, ich stelle das auch. Der Host hat das Video gestoppt. Bitte nochmal die Präsentation kurz anmachen. Ja, vielleicht kommst du mal eben rüber, weil ich sehe das hier eigentlich im Moment nicht. Also wer als Handwerker einsteigen möchte, der ist herzlich eingeladen. Wir haben nicht nur ein Material, was toll zu verarbeiten ist und was auf der Baustelle Spaß macht, sondern was einfach auch zu besonderen Gestaltungen einlädt, wo man also seine handwerkliche Fähigkeiten ganz besonders gut einsetzen kann und ganz persönlich ausarbeiten kann. Wir haben eben diese Beispiele gesehen von Karl Preiser oder von Peter Vernehmer. Das ist also jetzt nicht die 0815-Oberfläche, sondern das ist schon sehr individuell, was da gemacht wird. Und da macht das Handwerk vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man da den Quadratmeter Gipsputz der immer gleich aussieht, an die Wand bringt. Ja, also wenn Sie da als Bauherrin und Bauherrn Hilfe benötigen, sowohl einen Händler als auch einen Handwerker zu finden, das ist unser Kerngeschäft, Sie da zu vermitteln. Wir sind nicht nur da, was den Handel und das Handwerk anbetrifft, bestens aufgestellt, sondern auch mit unserer technischen Beratung. Wenn Sie irgendeine Frage haben, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen da gerne weiter und haben genug versierte Fachleute, größtenteils Handwerker auch, die Erfahrung in diesen Bereichen haben, hier am Telefon, die Ihnen dann weiterhelfen. Ja, das wäre soweit
Einführung ist etwas übertrieben, halt oder etwas untertrieben. Das wäre soweit mein Part. Vielen Dank für Ihre Zeit, für diese Zusammenfassung des Trockenbaus mit Lehmbaustoffen. Und dann stehe ich gerne für diverse Fragen zur Verfügung. Genau, da sind auch schon einige reingekommen tatsächlich. Ich versuche mich jetzt mal von oben bis unten abzuarbeiten. Eine Sache vorab, falls wir es jetzt nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Wir werden die im Nachgang dann alle nochmal aufnehmen und Sie dann kontaktieren. Wir haben ja dank der Registrierung auch alle Ihre E-Mail-Adressen und werden dann die Antworten gerne dann direkt an Sie persönlich schicken. Die erste Frage, die vorhin schon reinkam, war, darf die Lehmplatte mit einem Estrich in Berührung kommen? Sprich, ich habe die Wände gestellt, mit den Lehmplatten beplankt und nun kommt der Bodenaufbau. Ja, ich würde da immer, das macht man beim Estrich ja sowieso, eine Trennung dazwischen bringen. Ne? Das könnte bei uns zum Beispiel so eine 8 mm Weichfaserplatte sein. Das können auch die bekannten Kunststoffbahnen sein für den schwimmenden Estrich, aber ich würde ihn ja sowieso nicht direkt an die Lehmplatte dran gießen. Dann ist das kein Problem. Ich muss die Lehmplatte immer mit Abstand zum Boden einbauen, wie im Trockenbau üblich, ne? Damit Spannungen, die dann auf das gesamte Bauteil kommen, ja, damit das nicht drückt, halt auf das Bauteil, also immer ein bisschen Luft ringsherum lassen. Und beim Estrich habe ich aber ein ganz anderes Problem. Wie auch andere Trockenbauplatten sollten auch die natürlichen Trockenbauplatten nach dem Einbau nicht mehr Wahnsinnsdurchfeuchtungen ausgesetzt sein. Und deswegen haben wir eigentlich den Einbau eines Nass-Estrichs nach der Montage der Lehmbauplatte ausgeschlossen. Also das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber wenn, dann würde ich auf jeden Fall natürlich für eine Trennung zwischen Estrich und Lehmplatte sorgen. Gut, die nächste Frage, ab wie viel Kubikmeter Bauvolumen macht der Einsatz von Lehmputzen und Lehmoberflächen Sinn, sodass es einen positiven Effekt ergibt? Gibt es da eine generelle Regel oder hat das keine Relevanz? Ab wie viel Kubikmeter weniger? Also es sind ja eher die raumumhüllenden Flächen. Also wir gehen davon aus, dass zumindest die Wände, alle vier, mit einer Lehmschicht, die so vielleicht 15 mm dick ist, bekleidet sind, also verputzt sind, um diesen Effekt zu haben. Also man kann es jetzt nicht wie beispielsweise bei einem Akustikputz sagen, es reicht ein Viertel der Fläche. Das hängt auch von zu vielen Faktoren ab, Luftwechselrate, wie viel feuchte Produktion im Raum ist und so weiter, sodass wir eigentlich nur pauschal sagen, wir gehen davon aus, alle Wände sind verputzt. Und auch mit einer Putzschicht, die diesen Namen verdient, ob die jetzt 12 oder 15 mm dick ist, sei dahingestellt, aber eben eine wirkliche Putzlage. Also weniger eine Kubikmeterfrage, sondern eine Frage des Raumvolumens im Vergleich zur Umhüllungsfläche. Okay, gut. Dann eine Frage, wie funktioniert es mit der Verkleidung vom Mauerwerk? Ich muss dafür sorgen, dass der Untergrund einigermaßen fest ist. Ansonsten haben wir einen tiefen Grund. Wenn das jetzt also ein ganz bröseliger alter Kalkputz ist beispielsweise, dann kommt unser Tiefengrund dann darauf, um das zu verfestigen. Und dann wird die D16-Lehmplatte einfach aufgeklebt. Also die wird einfach rückseitig mit Lehmkleber, mit dem Zahnspachtel, wie wir das eben für die Armierungslage auch gesehen haben, draufgezogen. Und dann wird die einfach angesetzt. Die muss auch noch zusätzlich fixiert werden. Das geht einfach so. Es sei denn, ich mache eine Deckenfläche, da muss ich natürlich schauen, dass sie mir in der Abbindezeit des Mörtels dann oben bleibt. Super, vielen Dank. Wir haben eine Unterkonstruktion aus ESP-Platten. Welche Trockenbauplatten, vor allem für die Decke und die Dachschräge, sind denn da zu empfehlen? Ja, das wäre auch in beiden Fällen die 16er Lehmbauplatte, also die Claytec-Lehmbauplatte D16 mit einer Fläche, mit einer Abmessung von 62,5 x 62,5, die ich also ja auch über Kopf sehr gut handeln kann. Das ist da also die Allzweckwaffe für alle Fälle und ob OSB oder ESB ist ja von der Befestigung her das Gleiche. Okay. Hier kommt auch noch die Frage, ob die Platten auf die Betondecke einfach geklebt werden können, um zum Beispiel zur Feuchtepufferung eine höhere Schicht zu erhalten. Ja, das können die durchaus. Also ich würde in dem Fall eine Grundierung vorsehen. Das war die gelbe, die ich da eben gezeigt habe, die Feingorngrundierung. Dann wird der Lehmkleber wiederum auf die Platte gesetzt und dann wird die von unten einfach gegen die Betondecke gesetzt. Aber da muss ich mir dann was einfallen lassen, dass die mir während der Trocknungszeit des Klebers eben auch da oben bleibt. Das heißt, da werde ich wohl zumindest mittig oder an zwei Stellen halt einen Dübel oder sonst was anbringen müssen, damit die Platte oben bleibt oder schieße sie halt an, wenn ich Profi bin. In Ordnung. Muss ein besonderer Augenmerk auf Lüftungskonzepte gelegt werden, um die Lehmbaustoffe vor Feuchtigkeit zu schützen?
Während der Nutzung oder während der Trocknung? Also ich nehme mal an, während der Nutzung. Da muss überhaupt kein Wert auf etwas Besonderes gelegt werden. Ich kann eher mit den Luftwechselraten an die untere Grenze, also eine Luftwechselrate von 0,5, die sollte ich immer einhalten aus Gründen der Gesundheit, dass das CO2 auch aus dem Raum rauskommt und genug Sauerstoff rein. Aber es ist den Lehmbaustoffen nun, ich sag mal, egal, ob die mit sehr trockener oder sehr feuchter Luft konfrontiert werden. Also die Außenluft, die Auffeuchtung, die dadurch passiert, die wird den Baustoffen nie etwas ausmachen. Also wir machen unsere Tests bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit. Das ist für die Lehmbaustoffe noch halt absolut machbar. Gut, dann eine Frage, die tatsächlich das eine oder andere Mal reingekommen ist. Kann man auf Lehmbauplatten fließen? Ja, wir haben mit der Firma Sopro, das ist der Marktführer, was Fließmittel anbetrifft, verschiedene Materialien ausprobiert und das ist ohne weiteres möglich. Zunächst einmal, ich würde immer empfehlen, in einem Bad möglichst wenig zu fließen und möglichst viel Lehm sichtbar zu lassen. Das ist eigentlich ja auch deswegen, warum man den Lehm einsetzt mit der Feuchtdesorption, gerade im Bad. Und in den Bereichen, in denen wirklich Spritzwasser anschlägt, das heißt die Dusch- und Wannenbereiche, da ist der Lehm eigentlich nicht sinnvoll untergebracht. Dafür gibt es die grünen Gipskartonplatten, die also fließfähig sind und feuchtebeständig sind, weil der Lehm ist ein wasserlösliches Material, der ist, sagen wir mal, weil doch mal was durch die Fugen ziehen kann, direkt in der Dusche, nicht am richtigen Platz. Der bringt da ja auch nichts, weil die Fliesenfläche, die ist ja sowieso absolut dicht zum Raum hin. Wenn ich aber Bereiche habe, bei Ablagen, optische Gründe, rings um das Waschbecken, wo mal ein bisschen Spritzwasser hinkommt am WC und so weiter, dann kann man da durchaus auch mit auf dem Lehm fließen. Also der wird dafür auch mit einem Tiefengrund behandelt. Wir haben ein Produkt dafür. Dann kommt einer dieser Sopro-Mörtel zum Einsatz, ein Fliesenflexkleber. Und dann kann man ohne weiteres darauf fließen. Also bei uns auf der Webseite findet man auch zum Download nicht nur das Blatt von Wirth und Tox zur Befestigung von Gegenständen, sondern auch von Sopro, was ich tun muss, wenn ich eben auf Lehm fließen will. Gilt auch für die Lehmputze dann. Gut. Dann schaue ich mal, was wir hier noch haben. Bei einer Sanierung, geht Lehmputz auf eine gipsverputzte Ziegelwand oder muss der alte Putz entfernt werden? Nein, der muss auf keinen Fall entfernt werden, noch nicht einmal bei einer Innendämmung. Also das wäre ein viel zu großer Arbeitsaufwand. Es ist einfach nur die Frage, wie griffig dieser Untergrund ist. Also der ist in vielen Fällen griffig genug. Wenn ich nur optisch halt dünnlagig drauf verputzen will, dann kann ich das meist ohne Vorbereitung. Ich nehme aber an, so wie die Frage gestellt ist, hier soll es um einen dicklagigen Putz gehen. Und da kann es sein, dass man mit einer körnigen Grundierung arbeiten muss, um die Griffigkeit zu verbessern. Die heißt bei uns die rote. Und dann kann ich auf den bestehenden Gipsputz dick mit Lehm aufputzen. Es kann auch sein, dass ein alter Gipsputz, meinetwegen aus den 20er Jahren, dass der auch ohnehin griffig genug ist. Aber das ist so die normale Vorbereitung, entweder mit einer körnigen Grundierung oder mit einer Zahnspachtelung wieder aus dem Kleber, wie wir das auch eben gesehen haben, dann ist es auch ein sehr sicherer Putzträger. Man muss einfach nur für Griffigkeit sorgen. Gut. Kann man einen 3,5 cm Lehmputz inklusive einer Wandheizung auf eine Gipskartonplatte auftragen? Das hat die Gipskartonplatte gar nicht gern, um das mal so zu sagen, weil die Gipskartonplatte ist ein Trockenbauprodukt, was eigentlich mit Feuchte überhaupt nicht zurechtkommt. Also ich müsste die bei so dicken Aufträgen, müsste ich die wirklich absolut sperren. Also da wäre für mich die Frage, ob ich da noch die 8 mm Putzträgerplatte beispielsweise investiere. Sonst eine Tiefengrundbehandlung bräuchte die sowieso. Also ich würde sie zumindest mit einem Fliesenflexkleber dann versehen. Ne? Also der wirklichen Zementkleber, der zur Platte hin absolut absperrt. Sonst wird der Gipskarton sich unter dieser dicken, nassen Lehmschicht anfangen zu bewegen. Und das wäre wirklich sehr ärgerlich. Man wird allerdings die 2,5 oder ich glaube 3,5 Zentimeter waren es ja sogar, sowieso nicht in einer Lage aufbringen. Aber trotzdem, die Gipsplatte ist eine Trockenbauplatte, die sollte vor dem feuchten Angriff aus dem nassen Lehmauftrag hundertprozentig geschützt sein. Gut. Daran schließt sich eine weitere Frage an. Kann auf die Lehmbauplatten auch eine Wandheizung aufgebracht werden?
Auf die Lehmplatten kann eine Wandheizung aufgebracht werden. Es gibt ja auch Lehmplatten, die die Wandheizungsrohre schon integriert haben. Ne? Dann habe ich das in einem Produkt und in einer Dicke. Es ist aber durchaus möglich, auch nass aufzuputzen auf die Lehmbauplatte, um eine Wandflächenheizung da unterzubringen. Auch das würde ich dann in mehreren Lagen machen. Gut, jetzt schreibt ein, das ist ja auch was ganz Schönes zu lesen, ein Berufsschullehrer, ob wir auch Fortbildungsmöglichkeiten für Handwerker an Berufsschulen anbieten. Ja, wir selber nicht. Also wir unterstützen das. Es gibt ja auch so diese Quali-Bausteine, heißen die, glaube ich. Also unser Dachverband Lehm, in dem wir sehr aktiv mitarbeiten, der hat da fertige Module entwickelt. Also da kann ich gerne mal den Kontakt knüpfen. Wir selber als Firma Kletek stellen gerne Unterrichtsmaterialien, Anschauungsmaterialien und so weiter zur Verfügung und kooperieren da, machen aber selber in dem Sinne keinen Unterricht an Berufsschulen. Allerdings in der Fortbildung, also unser Dachverband Lehm hat die Fachkraft Lehmbau, Weiterbildung, die man an eine bestehende Ausbildung mit Gesellenbrief anhängen kann, dauert 3 Wochen und man kann sich danach sogar als Lehmbauer selbstständig machen und in die Handwerksrolle eintragen lassen. Also das ist eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man sich auf dieses Thema spezialisieren möchte. Gut. Dann noch eine Frage. Kann man im Badezimmer mit Flüssigabdichtungen über der Lehmbauplatte arbeiten? Ja, es gilt eigentlich das Gleiche, wie eben gesagt, auch zu den Fliesen. Man wird das ja nur machen in Bereichen, wo es unbedingt sein muss, beispielsweise im Sockelbereich, ne? Die ersten 5 Zentimeter, wenn man da hocharbeitet, dann geht das schon auch. Die Platte sollte aber vorher mit Tiefengrund behandelt sein. Wie schneide ich eine Lehmbauplatte? Für kleinere Baustellen durchaus mit der Stichsäge, also die hat man zur Hand, die ist da. Wenn man das hauptberuflich macht oder wenn man da halt bei größeren Bauvorhaben ist, dann gibt es da ganz tolle Möglichkeiten mit Tauchsägen, vor allen Dingen auch mit Trennsystemen, also mit Trennscheiben. Sie kennen den Markennamen Flex, also es ist ganz ähnlich, ist dann aber genauso geführt wie eine Tauchsäge und eine Handkreissäge. Und da gibt es diverse tolle Lösungen. Eine ganz tolle ist von Festool, kann man auch mal als Marke hier dazu sagen. Und wir haben auf einer unserer Internetseite ein Video, das diesen professionellen Zuschnitt und auch Staubabsaugung mit diesen Platten zeigt. Aber wie gesagt, für kleine Flächen tut es ja durchaus auch die Stichsäge. Gut, dann schaue ich mal, es kommen immer noch weitere Fragen rein. Ist es möglich, bei einer Sanierung unter Umständen auf die vollflächige Armierung der Lehmbauplatten oder Holzfaserausbauplatten zu verzichten? Je nachdem, welcher Aufbau, das wissen wir noch nicht genau, kann ich Tadelakt als Finish auf Lehmbauplatten auftragen? Wenn die Frage zusammengestellt ist, dann würde ich sagen, in jedem Fall eine flächige Armierung aus einem starken Armierungsgewebe, weil die mechanische Beanspruchung durch den Tadellackauftrag, die ist ja doch ziemlich groß. Also ich würde immer die flächige Armierung empfehlen. Mit dem Stoß muss man ohnehin was machen. Also man muss in irgendeiner Weise ein Gewebe über den Stoß bringen und eine Fugenarmierung ist da in der Regel halt aufwendiger und man hat auch nichts davon. Aber gerade wenn man mit Tadellack arbeitet, also wirklich mit diesen sehr stark verpressten Kalkmaterialien, dann ist eine enorme Festigkeit des Untergrunds auch erforderlich. Ich muss sagen, dass ich da mit der Claytec-Lehmbauplatte mit dem Schilfrohrkern jetzt gar nicht so die Erfahrung hätte. Mit der massiven Lehmbauplatte würde ich ohne Zweifel sagen, das ist möglich. Bei der Schilfrohrkernplatte fehlt uns da so die Erfahrung, was die Druckfestigkeit anbetrifft. Ich vermute mal, es geht, aber da würde ich mich ungern festlegen. Okay, dann kamen hier gerade noch mal einige Fragen bezüglich des Brandschutzes ein. Du hattest das ja eben schon angeschnitten oder auch erwähnt. Wie ist das mit dem Brandschutz? Ist das gerade nur auf dem Weg oder gibt es bereits Brandschutzprüfzeugnisse? Ja, es gibt Brandschutzprüfzeugnisse in jedem Fall. Die Umwandlung zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist auf dem Weg, aber die Prüfzeugnisse, die gibt es schon seit geraumer Zeit für Wandkonstruktionen zwischen F30 und F120.
Wenn man nur die Platte betrachtet, so wie man das bei manchen Gipskonstruktionen kennt, sich also irgendetwas umkasten möchte, da gibt es F30 für 2x16 mm schwere Lehmplatten und es gibt eine Deckenprüfung ebenfalls F30. Okay. Gut, dann würde ich noch sagen, eine abschließende Frage noch. Und zwar, benötige ich trotzdem Lehmklebe und Armierungsmörtel ein Flachsgewebe bei der Bekleidung von OSB-Platten mit der Claytec-Lehmbauplatte 16 mm? Ja, ich brauche es. Wie gesagt, ich muss mit dem Stoß etwas anfangen. Da muss ich einfach einen Faden haben, der von einer Platte auf den anderen überleitet, um eben den Stoß zu überbrücken, um bei der Trocknung in gewissem Umfang auch Zugkräfte aufzunehmen. Also eine Stoßüberbrückung brauche ich immer. Die brauche ich ja auch bei Gipskartonplatten. Und wie gesagt, wir sind von den Stoßüberbrücken im Sinne einer Fugenarmierung abgekommen. Es ist einfach zu aufwendig. Man macht das besser mit der flächigen Armierung. Aber da die Frage jetzt schon öfters aufgetaucht ist, keine Angst vor der flächigen Armierung, also wirklich nicht. Das ist vollkommen easy. Ich ziehe den Lehmkleber und Armierungsmörtel mit einem Zahnspachtel auf. Das heißt, ich habe immer schon mal die richtige Menge auf der Oberfläche. Ja, wenn ich den immer im 45-Grad-Winkel halte, dann habe ich immer die absolut richtige und ideale Menge auf der Oberfläche. Dann lege ich das Armierungsgewebe auf und bügel das ein mit einem Schwammbrett. Also das ist wirklich, das kann jeder. Und da durch diese beiden Aspekte, durch das Aufziehen mit dem Zahnspachtel und dieses Einebnen dann durch die Auflage auf den Kämmen der Zahnspachtelung, bekomme ich immer automatisch eine relativ oder wirklich schon sehr, sehr ebene Fläche. Aber wir filmen das ja auch in der nächsten Woche. Das heißt, wir haben nur noch eine ganz kurze Zeit. Da sieht man das auch nochmal wunderbar abgedreht. Wir haben das auch irgendwo, glaube ich, auf einem alten Video schon zu sehen. Also, weil die Frage öfters auftauchte, wirklich keine Angst vor der flächigen Armierung. Also der Putzer und Stuckateur, der stellt die Frage gar nicht. Der sagt, ja klar, ist das schneller. In jedem Fall mache ich viel lieber. Aber es ist auch, wenn man das selber machen möchte, absolut machbar. Gut. Vielleicht könntest du noch mal kurz eine Folie zurückgehen. Da hier doch das ein oder andere Mal jetzt auch noch die Frage kam, wo finde ich Informationen, an wen kann ich mich wenden? Wir haben hier quasi eine Übersicht unserer Service-Teams. Wenn man den unten stehenden Link aufruft, claytec.de/de für Bauherren-Service-Team, dann kann man schauen, welcher jeweilige Supporter oder Berater für sein Bundesland, für sein Gebiet zuständig ist, kann denjenigen einfach direkt kontaktieren und dann gegebenenfalls die Fragen auch einfach direkt im Austausch mit den jeweiligen Kollegen klären. Ansonsten werden wir jetzt im Nachgang hingehen, alle Fragen, die jetzt auch im Chat noch drin sind, die nochmal raussuchen, die im Anschluss auch an die Präsentation anfügen, größtenteils dann natürlich auch nochmal beantworten, die wir hier noch nicht beantwortet haben und dann im Anschluss an alle Teilnehmer, die heute mit dabei waren, die Präsentation und die Aufzeichnung auch nochmal schicken. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung, sich an unsere Partner zu wenden. Also Sie finden auf unserer Webseite Baustoffhändler beispielsweise. Das sind keine beliebigen Adressen, sondern das sind Leute, die sich auch mit der Materie auskennen, die teilweise seit vielen Jahren Erfahrung mit unseren Materialien haben. Das Gleiche gilt auch für unsere Handwerker. Also auch da ist schon eine ganze Menge Know-how übers Land verteilt. Genau, weil ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden weitermachen, wie viele Fragen hier reingekommen sind. Das ist natürlich auch für uns sehr schön zu sehen, dass da viel Bedarf ist und wir stehen, sowohl der Herr Röhlen als auch alle meine Kollegen und natürlich auch ich, stehen gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach über die gängigen Kontaktmöglichkeiten, die wir hier unten auch nochmal aufgeschrieben haben. Und ja, wir bedanken uns für das tolle Feedback, was gerade reinkommt. Das ist auch sehr schön zu lesen und dann wünschen wir Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auch von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.